Noch ist es ruhig auf dem Stoppelmarktgelände in Vechta. Doch am 5. Mai wird hier 12 Stunden lang getanzt und gefeiert. Denn dann kommen schätzungsweise 10.000 Freunde der Elektromusik zum Festival Tante Mia tanzt. Wir haben ja 3 große Areas geplant. Eine wird mit einem riesen Palastzelt stattfinden. Und zwar wird das hier vorne aufgebaut, kommt ein riesen Palast-Zirkuszelt hin auf 1800 Quadratmeter. Das wird der Bereich sein, wo die Musik eher Richtung House gehen wird, unter anderem mit Lost Frequencies, mit DBN, mit Inpetto, mit Lukas Schreiner, gerade aktuell auch in den Charts mit Missing. Also das wird unser Palastzelt. Hier wird ungefähr unser Herzstück vom ganzen Tante Mia Festival aufgebaut. Das ist natürlich die Riesenbühne, 40 Meter, wo unter anderem auch unser Hauptact, The Chainsmokers aus den USA, drauf spielen wird. Das Ganze wird hier als Tanzgarten stattfinden bei Tante Mia. Und halt, wie gesagt, unser Hauptact, Chainsmoker aus den USA. Dann Headhunters werden hier spielen, natürlich unsere Lokalmatadoren, der House Destroyer aus Oldenburg und unter anderem auch unser Gewinner vom DJ Contest 2016. Hier wird der schöne gemütliche Teil des ganzen Festivals stattfinden. Hier kommt die gute Stube von Tante Mia und dort werden die Lausbuben aus Osnabrück auftreten. Und die haben im Gepäck unter anderem Thomas Schumacher aus Berlin. Doch bis es soweit ist, gibt es für die Organisatoren Wilko Aff und Ralf Klaassen noch einiges zu tun. Allein der Aufbau der Areas wird mindestens 5 Tage dauern. Weitere Infos gibt es demnächst in der OV.